Offshore-Windkraftanlagen. Man könnte meinen, die Devise lautet höher, weiter, stärker. Eine Windkraftanlage im Meer kann gut und gerne schon mal 40 Stockwerke hoch sein. Und die Leistung? 400 Millionen Kilowattstunden in 20 Jahren erreicht so eine Windkraftanlage. Und um das Ganze bequem zu erreichen, wurde gleich noch eine Hubschrauberlandeplattform auf die Gondel gebaut. Diese Windkraftanlagen sind groß, richtig groß. Und sie müssen dem rauen Wetter des Meeres trotzen. Im August 2011 ankerte Chinas größtes Kranschiff in der Hangzhou-Bucht. Nur 38 Seemeilen entfernt beginnt Chinas größtes Kranfahrzeug hingegen schon mit der Verladung von Teilen der Windkraftanlage. Der Kranführer Cheng Shize ist bereit, es mit jeder Ladung aufzunehmen. Dieser Kran hat es in sich. 9000 PS Leistung und eine Höhe von gut 40 Stockwerken. Zusammen mit dem Kranschiff wird Chen die größte Windkraftanlage der Welt verladen. Die SL5000. Hier heißt es, nur keine Fehler machen. China hat schon lange ein ernstes Problem. Irgendwann sind die Öl- und Kohlevorräte aufgebraucht. Doch die Industrie braucht Energie, um produzieren zu können. Und zwar jede Menge Energie. Eine der Alternativen wäre Windkraft. China baute seine erste Windkraftanlage relativ spät. Erst 2009 wurde nahe Shanghai ein erster Windpark in Betrieb genommen. 2010 wurde anlässlich der Shanghai World Expo eine weitere Anlage fertiggestellt. Und noch im selben Jahr begannen die Planungen für den größten Windpark Asiens. Extra für ihn wurde die SL5000 entwickelt. Mit 5000 Kilowatt Nennleistung eine äußerst leistungsfähige Windkraftanlage. Um sie zu warten, können sogar Hubschrauber auf ihr landen. Die Rotorblätter sind mit 128 Metern Durchmesser auch alles andere als klein. Aber um so eine hohe Nennleistung zu erzielen, braucht es große Rotorblätter. Die verschiedenen Einzelkomponenten der SL5000 werden in mehreren Fabriken hergestellt und dann zum Yangshan-Hafen gebracht. Am 5. August 2011 war es dann soweit. Fast alle Teile sind eingetroffen und es kann losgehen. Doch genau jetzt geben die Meteorologen Sturmwarnungen heraus. Ein Taifun soll sich dem Hafen nähern. Die Arbeiter müssen nun schnell alle Teile sichern. Ein sogenannter Halbtaucher, also ein Schiff, das teilweise abtauchen kann, soll alles sichern.
Jedoch ist das Schiff zu klein. Ein größeres muss her. Und langsam drängt die Zeit. Das Sturmgebiet kommt immer näher. Der Kranführer prüft den Wind und startet dann seinen 9000 PS starken Kran. Die Gondel wiegt immerhin 300 Tonnen. Schon der kleinste Windstoß kann jetzt zur Katastrophe führen. Die Rotorblätter für die SL-5000 sind gigantisch. Doch solche riesigen Rotoren herzustellen, ist nicht ganz leicht. In China hat noch nie jemand 62 Meter lange Rotorblätter gebaut. Wir mussten auf einmal in einem ganz anderen Maßstab denken. Die Anforderungen an solche Rotorblätter könnten gegensätzlicher kaum sein. Extrem stabil, aber auch extrem leicht. Dr. Liu muss also einen Mittelweg finden. Und da sie für einen Offshore-Windpark genutzt werden sollen, gibt es eine weitere Anforderung. Sie müssen korrosionsbeständig sein. So große Rotorblätter hat man in China noch nie gesehen. Die Fliehkräfte werden im Betrieb mörderisch sein. Das geeignete Material zu finden, gestaltet sich als echte Herausforderung. Normales Epoxid kann hier nicht eingesetzt werden. Stattdessen wird ein neuer Verbundwerkstoff verbaut. FKV, Faser-Kunststoffverbund. Ein Faser-Kunststoffverbund weist eine hohe Festigkeit auf. Um genau zu sein, ist er 10-mal so strapazierfähig wie Epoxid bei gleichem Gewicht. Das bedeutet aber auch, man kann den Werkstoff sparsamer einsetzen. Die Planer haben die Konstruktionszeichnungen genauestens durchgerechnet. Allerdings ist so eine aerodynamische Form auch deutlich schwieriger herzustellen. Zuerst wird ein Prototyp gebaut. Erst muss er sich bewähren, bevor man weitere Rotorblätter produzieren kann. Alleine für den Prototyp brauchte es 6 Monate. Zeit für einen ersten Test. Chinas Küstenstädte scheinen immer mehr aus ihren Nähten zu platzen. Smog ist ein ständiges Problem.
Kein Wunder, dass jeder hier alternative Energien willkommen heißt. Dieses Gebiet der Hangzhou-Bucht war früher unbewohnt. Es war damit geradezu geschaffen für den Bau eines der größten Überseehäfen in ganz Asien. Der Yangshan-Hafen wurde sogar mit einer 30 Kilometer langen Brücke mit dem Festland verbunden. Und in dieser Bucht weht immer ein starker Wind. Theoretisch wären hier Leistungen von bis zu 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter möglich. Die Bucht von Hangzhou scheint ideal für den Bau einer Offshore-Windkraftanlage. Zurück in der Rotorblattfertigung befestigt Dr. Liu gerade jede Menge Sensoren am Prototyp. Alle Sensoren sind vernetzt, um die einwirkenden Kräfte genau zu erfassen. Eine rote Lampe zeigt an, der Test beginnt. Jetzt darf sich niemand dem Rotorblatt mehr nähern. Während seiner Laufzeit wird das Rotorblatt wahrscheinlich 4 Millionen Einzelvibrationen ausgesetzt sein. Wir testen hier jetzt 5 Millionen Vibrationen. Dr. Liu arbeitet mit höheren Grenzwerten als gefordert. Er will auf Nummer sicher gehen. In den letzten Tagen hat der Prototyp die ersten 250.000 Schwingungen gut verkraftet. Aber das war erst der Anfang. Ganze 4 Monate wurde das Rotorblatt intensiv getestet. Doch bis jetzt kam es zu keinerlei Schäden an dem Prototypen. Ende August 2011 werden die Rotorblätter ausgeliefert. Für die Baustellen wird es auch allerhöchste Zeit anzufangen. Durch das schlechte Wetter haben sich die Vorarbeiten ohnehin verzögert.